Tipp Nummer 1, Lubega, Sweet Like Cola und ganz süß hier bei mir, Monrose im Studio. Hallo. Hi. Ja, ihr habt 2006, glaube ich, ne, die Castingshow gewonnen. Ja, 2006. Welche es ist, ja, dieser unzähligen Castingshows, das fragen wir gleich mal. Dafür gibt es nämlich ein handsigniertes Album von euch zu gewinnen. Oh, cool. Das heißt Ladylike? Like, Ladylike und die Single Like a Lady. Ach, Mensch. Aber das bekommen wir noch auseinander. Und die Single, die hören wir uns auch gleich an. Ja, in den 4 Jahren ist einiges passiert, ne, bei euch, oder? Ja. Ja, erzählt mal ein bisschen. Ja, 4 Jahre haben wir viel erlebt. Wir hatten jetzt mittlerweile wie viele Charts? Ich glaube, Top 10 Hits. 10. Wir haben mittlerweile alle ungefähr 2 Nummern kleinere Füße. Ja. Wieso? Ja, wir sind einfach mit 2 größeren Nummern in die Band gekommen und von Jahr zu Jahr wurde irgendwie die Schuhgröße kleiner und rutschen jetzt teilweise echt schon in der 36 alle rum. Ja, ich glaube, aber das ist bei Monos passiert. Ja. Aber allgemein gesehen haben wir an Erfahrungen gesammelt und sind erwachsener, reifer. Aber wir haben nie irgendwie die Leidenschaft zur Musik verloren. Und ihr seid hoffentlich, wo wir schon mal hier bei Schuhen reden, und so auf dem Boden geblieben auch, oder? Oder hebt ihr so ein bisschen manchmal auch ab? Ach Quatsch, wir sind die totalen Mariah Carey, come on. Also wenn es Momente geben sollte, wo einer von uns abhebt, dann kommt die andere und holt sie wieder runter auf den Boden der Tatsachen. So, abheben ist auch das richtige Stichwort. Wollen wir mal schauen, wie es in unserem Top 10 aussieht, bevor wir euch dann hier noch live hören. Dann machen wir jetzt den Schnelldurchlauf der Plätze 10 bis 5. Wer mag dann anfangen mit Platz 10? Das ist Nickelback mit This Afternoon auf Platz 10. Oh, ja. Yes, Rock. Ach, das hört ihr auch, oder wie? Darf es immer rockig sein? Sehr, sehr gerne, ja. Nickelback finde ich cool. So. Vor allem Nickelback läuft ja auch immer rauf und runter. Ja. Platz 9, was haben wir da? Auf Platz 9 ist Kenan, oder? Hm. Mit Waving Flag. Jetzt würde ich immer an die WM erinnern jetzt. Ja, ist einer der WM-Hits, bei uns ja sogar auch auf der 1 gewesen. Jetzt ist er wieder gerutscht auf der 9. Was haben wir auf der 8? Auf der 8 haben wir One Republic und Timbaland mit, wie spricht man das aus? Marching On. Ja, Marching On. Das sagt mir gar nichts, es berührt mich auch nicht und ja. Ich habe dazu nichts zu sagen. Aber du kannst den nächsten Platz sagen. Keiner. Timbaland ist doch eigentlich schon mal eine Hausnummer und One Republic ja auch. Die beiden haben zusammengefunden. Ja, schon bei Apologize haben sie schon zusammen. Ja, da fand ich es cool. Dieses Apologize fand ich echt cool. Der Schreiber von Apologize hat auch einen Song für uns geschrieben. Ja. Sag bloß, ist der auf eurem Album drauf? Ja, auf dem letzten. Auf dem dritten Album. Strike the Match war das, gell? Ja. Viertes Album von Monrose. So, Platz 7. Platz 7 ist die verrückte Kesha. Your love is my drug. Geil, your love is my drug. Aber macht gute Laune, oder? Ja, geht gut zur Sache, ja. It's my drug. Ist auch ganz gut gestiegen bei uns, haben wir gleich in voller Länge, so wie der Platz Nummer 6. Platz Nummer 6 ist Kylie Minogue mit All the Lovers. Oh, was ein Emotionswechsel wieder. Also ihr habt echt alles vertreten hier. Ja, also dann hören wir jetzt unsere beiden Aufsteiger, weil wir jetzt keine Neuzugänge hier haben auf den hinteren Plätzen. So, Platz 7, gleich Kesha. Nach Platz 6 hier ist Kylie Minogue, All the Lovers. Monrose bei uns im Chartstudio heute Abend. Und gleich gibt es das Album zu gewinnen und mehr von den Mädels. Ja.